ist alles nur Spaß, Boy. Deutsche Rapper haben wieder keinen Humor. Das ist alles nur Spaß, Boy. Moin, meine lieben Freunde. Gute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Olaf Bibelix und willkommen in einem neuen Vlog, meine lieben Freunde. Wir sind wieder draußen und machen heute ein bisschen weiter. Ich mache jetzt als erstes, mache ich jetzt hier noch die Löcher rein. Also hier rein für die Bolzen, damit wir hier den Rollladen noch verbolzen können. Ich suche aber gerade die Spachtel. Ich habe hier auf jeden Fall gestern, habe ich hier diese Aufkleber weggekratzt und dann hatte ich einen Spachtel gehabt. Und den habe ich sogar ein bisschen angeflext, damit der schön spitz ist. Aber ich habe keine Ahnung. Hier oben macht keinen Sinn, dass er hier oben ist. Ich hatte hier zuletzt benutzt. Das heißt, irgendwo muss er ja sein. Also keine Ahnung wo. Meine lieben Freunde, guck mal hier, jetzt wo es mir gerade einfällt hier, also wo ich es gerade sehe. Geht doch mal unten in die Videobeschreibung und schaut doch mal gerne auf Holy vorbei. Haben super geile Energy Drinks und noch andere, also Eistees oder Hydrations. Also Wasser mit Geschmack. Sehr, sehr coole Flavors dabei, die sehr lecker schmecken. Und mit dem Gutscheincode Olaf Bibelix bekommt ihr 10% auf jede Bestellung. Obendrauf. Jede Bestellung. Und ich suche jetzt den Spachtel. Guck mal, wie schön der Dreck hier jetzt weggeht. Ich weiß halt nicht, wie lange das hier farblich hält. Hier drüben habe ich vor allem ein bisschen hier zu wenig gepinselt, glaube ich. Aber ist egal. Ich sag mal, in einem Jahr will ich sowieso austauschen. Also muss ich jetzt auch nicht auf Krampf nochmal drüber pinseln. Weil hier habe ich ein bisschen dicker gepinselt. Hier habe ich ein bisschen mehr Farbe reingemacht. Dann sieht man, sind diese ganzen Risse und das ganze Holz ein bisschen besser gefüllt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das hier abkriege. Oh, wow, 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 wow. Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich brauche einen kleinen Meißel oder sowas. Oh, und einen Hammer. Damit ich das hier wegkriege. Zumindest die Ritzen muss ich freikriegen, dass die Lamellen wieder richtig zugehen. Ja, sowas wie hier, das muss ich auf jeden Fall rauskriegen, dass da die Lamellen wieder zugehen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich die Lamellen nicht kaputt mache. Übrigens, ich muss heute den Jonas heute holen. Mit dem habe ich gestern telefoniert. Eigentlich wollte ich den ja erst am 30. holen. Heute ist übrigens der... Muss ich das ja ab und zu mal sagen. Den 26. Eigentlich wollte ich ihn am 30. holen, weil er da in Köln noch am Arbeiten ist. Aber hat mir jetzt erzählt, er hat jetzt gekündigt, da auf seinem Trockenbau, wo er da unterwegs ist. Übrigens, der arbeitet lieber bei mir als auf dem Trockenbau. Das sagt doch schon einiges aus, ne? Und der hat da auch irgendwie da eine Wohnung, da wo das anscheinend da zusammengehört. Und da muss er heute nochmal arbeiten. Und danach muss er die Wohnung sofort freimachen. Sofort. Auch geil, oder? Auch korrekt. Ist das dahinter gelaufen? Wow. Hoffentlich geht das da raus. Das hängt nämlich ziemlich weit hinten drin. Oder ich muss mal von innen gucken, ob ich da dran komme. Deswegen fahren wir heute. Habe ich mit dem telefoniert. Und er hat mich gefragt, ob er schon kommen kann. Dann hole ich den heute und fahre dann darüber. Dauert so 2 Stunden. Bin ich schon unterwegs. Also one way. One way ticket. One way ticket. Ich weiß nicht, ob das schon zugeht, ob das schon reicht. Mal gleich mal gucken. Das Ding ist, wenn das so dicke Placken sind, ne, so richtig fette Placken, dann geht das gut weg, aber wenn das nur so dünn ist, dann geht das schwer weg. Also ich geh mal rein, ich guck mal, ob es ist. Na, obwohl hier vorne ist noch eine Stelle. Ist noch eine Stelle. Ein bisschen hier noch. Okay, gucken wir mal, ob es zugeht von drin. Aber ich nehme das mal mit, falls ich von innen noch mal dran muss, weil das eine war ja von innen ein bisschen. Hier war das. Hier guckt es ein bisschen durch. Also hier, die eine Lamelle geht nicht zu. Wo hängt's? Jetzt müssen wir mal gleich gucken. Ich glaube hier an dem hier, hier an der Stelle, glaube ich, hängt's. Ansonsten sehe ich nichts. Ja, so das Einzige, was mir jetzt auffällt. Gut, mal schauen. So, also die eine Lamelle kriege ich nicht zu 100% zu. Na, da hängt irgendwo, hängt das zu weit in der Lamelle drin. Ich habe schon rumgepedelt wie ein großer. Aber das war leider nichts. Okay, ist halt so. Vielleicht gucke ich nochmal, aber schwierig. Dann fangen wir gleich mal an, Löcher zu bohren. Jetzt sind hier schön die Bolzen drin. So, am besten immer von raus, mal von innen ein bisschen drücken. Dann brauchen wir mal hier 2 Splinde. Und dann hängt das Ganze jetzt hier drin. Und dann wird von hier hinten verbolzt. Also für Gesichter mit Splinden. Zack. Und dadurch kann man die Dinger jetzt von außen, ich drücke sie jetzt mal nach draußen, kann man jetzt von draußen nicht mehr ziehen. Hier sind schon drin. Dafür ist keine Bolzen drin von innen. Deswegen kann man sie jetzt hier quasi rausziehen. Und hier oben sind sie halt verbolzt. Dementsprechend kann man das nicht rausziehen. Und dementsprechend kann man jetzt hier
auch den Roller nicht mehr hochheben. Na, weil der da verkeilt ist sozusagen. Geht hier auch schön unter zwischen den Schildern. Fällt mir gut. So, da sind die jetzt verbolzt. Ich habe jetzt hier drüben, hätte ich auch lieber auf dieselbe Höhe gemacht, aber ist jetzt egal. Ich habe jetzt hier, weil hier dachte ich mir, ah, guck mal, hier passt das gut. Ich hätte mir erstmal beide angucken sollen. Auf der Höhe passt das richtig gut. Und da wollte ich es auch auf die Höhe machen, aber hier ist so wenig Platz zwischen den Schildern und hier oben war viel mehr Platz. Deswegen habe ich es jetzt nach oben gesetzt. Da kommt der Darky vielleicht nicht immer dran. Der ist ein bisschen zu kurz dafür vielleicht. Ja, auf jeden Fall kannst du jetzt hier nicht mehr rausziehen. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir das ganze Ding nochmal ein bisschen sicherer gemacht. Was ich jetzt noch machen muss, ist jetzt noch hier. Habe ich jetzt noch das Ding rein, das Seitenteil. Da muss ich von hier auch nochmal gucken. Und dann gleich den Edding mal rausholen. Und dann gleich mal gucken, dass ich da richtig anzeichne. Eigentlich müsste ich die Seitenfront oben reinhängen, damit ich das richtig habe. Das mache ich jetzt auch erstmal. So, das habe ich vorher auch immer mit den Splinten gemacht, das hier zu verbolzen. Jetzt habe ich hier auch Bolzen, um das zu verbolzen. Das ist auch nochmal ein bisschen schöner. Da hängt das Ganze nochmal ein bisschen stabiler jetzt. Also, das andere war ja auch stabil, aber sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber die anderen hatten halt so ein bisschen Spiel, weil die halt viel dünner waren als die Löcher hier. Und die Bolzen sind halt genauso, ne? Dementsprechend hält das jetzt. Hier muss ich mir auch noch was überlegen, was ich hier hinmache. Ob ich hier irgendwie auch irgendwie so eine Lippe hinmache oder sowas, damit das hier so nicht durchtropft oder so. I don't know, da müssen wir uns auch nochmal was überlegen. Wenn wir hier das Vordach nochmal neu machen und angehen. Müsste auch nochmal ein bisschen was passieren. Wo ich auch immer Splinte benutzt habe, ist hier oben zum Beispiel. An der Stelle. Und da haben wir jetzt auch ein bisschen schwer hier mit einer Hand. Da ist das Ganze nochmal ein bisschen schöner verbolzt. Yes, yes, ja. Hinten kommt jetzt noch das Teil hier rein. Das kommt jetzt hier rein. Brauche ich mein Edding, muss ich hier einmal anzeichnen, aber auch nicht zu weit rüber. Mal gucken, wie wir das machen. Ganz schön viel Spiel, das Ding. Warum ist das denn so locker eigentlich? Weil es nicht ganz dran ist oder was? Glaube ich, mal von innen den Bolzen rein, damit der ein bisschen mehr Halt hat. So kann ich nicht messen. So, das wird nämlich hier nochmal befestigt. Genau, dann brauche ich den Edding. Hier will ich reinstecken, Lul. Dann müssen wir einmal, oh nein! Ich muss das ja rausmachen wieder zum Bohren. Oh nee. Aber ich muss einmal anzeichnen. Das heißt, ich muss jetzt raus, anzeichnen, wieder rein, wieder Bolzen raus und wieder Eisen raus. Also die Blende wieder raus. Ich muss jetzt hier einmal gucken. Mal gucken. Ne? So geht es jetzt nämlich. Ne? Jetzt hat er nämlich nicht mehr so viel Spiel. Würde auch sagen, ich mache am besten auch mal den Rollladen hoch, damit ich eine gute Höhe treffe. Oh, hier drin muss ich auch unbedingt aufräumen. Ne? So, das Ding ist wieder raus. Dann muss einmal der Bolzen hier raus. Oh nee. Geht das von hier? Haben wir jetzt einfach mit dem Schraubenzieher durchgeschoben. Das geht ja auch zumindest. Und einmal hoch. Vor allem muss ich es gleich wieder runterleiern, weil ich ja dann auch durch die Lamellen durchbohren muss. Das muss ich ja auch machen. Das heißt, dann muss ich gleich wieder runter. Das ist ein rein raus hier. Zack. So, da ist der schwarze Streifen. Ich würde sagen, wir machen hier auf die Höhe. Die Höhe passt schon, weil ich wollte über der Boxe bleiben, dass wenn die Boxe hier in der Ecke steht, weil wenn ich jetzt hier so auf die Höhe gemacht hätte, dann wäre der Bolzen hinter der Boxe gewesen. Das heißt, wir hätten immer abends die Boxe rüberschieben müssen. Aber so ist mir das genehm. Den ersten haben wir. Jetzt machen wir den Rollladen wieder runter. Hier schon mal rein. So, nochmal rein. Gibt's ja Kilometergeld hier. Dann den wieder rein. Genau, das haben wir drinnen. Dann brauche ich einen Bolzen. So, da ist jetzt die Blende drüber. Das heißt, wir müssen jetzt von hier. Dann muss ich jetzt hier rein. Hier ist das Loch. Okay, geht schon mal wunderbar rein. So, jetzt gucken wir nochmal von drinnen und jetzt müssen wir wieder rein. Weil wir natürlich von drinnen das Ganze noch verbolzen müssen. Ja. Passt. Dann kommt hier der Bolzen rein. In der Boxe geht es so bis die Höhe. Das heißt, man hat hier oben auf jeden Fall genug Platz, um den Bolzen reinzudrehen. Jawohl, ja. Diese gut. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich bin richtig dumm eigentlich. Guck mal, das ist so ungefähr die Höhe, ne? Hier die Lamelle. Jetzt schaut mal hier. Wenn man jetzt hier mal rüber geschaut, ist das Loch nur eine Lamelle höher. Also fast dieselbe Höhe. So, ich bleibe jetzt hier mal auf der Lamelle, ne? Also die zwei. Das sind die hier. Das sind hier die zwei. Und dann seht ihr ja, die ist hier vier Lamellen unten drunter. 3 bis 4. Und wenn man jetzt hier weitergeht, jetzt genau hier die Höhe von der Lamelle. Das heißt, ich habe alle ungefähr auf dieselbe Höhe gemacht, bis auf die. Das ist genau ein DIN A4 Blatt. Ich hätte sie eins höher machen müssen. Dann wären die synchron auf ein. Ist scheißegal eigentlich, ne? Ist wirklich Real Talk, ist scheißegal. Aber mein innerer Monk fühlt sich belästigt dadurch, dass ich das jetzt nicht auf eine Höhe gemacht habe. Ja gut, dann haben wir es ja jetzt. Alle Löcher sind gebohrt, Bolzen sind alle drinnen. Wie viel Uhr haben wir denn? Ich hätte auch langsam mal Hunger. Ich muss um 15.30 Uhr fahre ich los ungefähr. Obwohl ich lieber um 15 Uhr losfahre, weil das ist scheiß Zeit wegen Feierabendverkehr. Genau, jetzt machen wir hier die Bolzen noch raus, dass ich wieder hoch machen kann. Von innen ein bisschen rausdrücken. Nächster Haken gesetzt.
Dann sind die Dinger hier oben auch wieder dran. Schon zwei Bits schon wieder durch. Die sind so scheiße. So, also der Tim hat gerade seine Reifen gewechselt beim Bus und beim Auto. Dann denke ich mir, okay, das nutzen wir jetzt mal. Weil dann mache ich jetzt auch gleich mal meine Sommerreifen auf den Insignia drauf. So, wir machen mal einen Übergang von Winterreifen zu Sommerreifen. Zack. 20 Zoll Felgen, Bruder. Die sehen aber auch nur noch auf Entfernung, sehen die gut aus. Von nah sehen die nicht mehr so gut aus. Guck mal hier, guck mal da, guck mal hier, guck mal da. Aber Sommerreifen wieder drauf und dann fahre ich jetzt mal raus. So, Dele, meine lieben Freunde. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Köln und ich hasse es. Ich hasse es einfach. Es ist Katastrophe, es ist Stau, es ist voll, ja, es ist Feierabendverkehr. Wir haben jetzt 16.30 Uhr, bin jetzt um 16 Uhr erst losgekommen, obwohl ich eigentlich um 15 Uhr schon losfahren wollte. Und der Feierabendverkehr, den hätte ich so oder so mitnehmen müssen, aber die Leute, die fahren alle wie Fahranfänger. Das ist eine Katastrophe. Hatte ich das schon, nee, ich glaube, die Kamera habe ich noch nicht erzählt, der Junuz hat angerufen, oder? Habe ich das erzählt? Achso, doch, das habe ich erzählt, da habe ich doch gesagt, guck mal, er arbeitet lieber bei mir, ne? Doch, habe ich erzählt, ja. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg und ja, brauchen noch so anderthalb Stunden. Mal gucken, wie wir durchkommen und dann wieder zwei Stunden zurück. Da habe ich ja unheimlich Bock drauf. Ah gut, ich hoffe, jetzt läuft's. Ich hoffe, wenn das einfach rollen würde, der Verkehr, und man einfach fahren könnte, wäre das ja nur halb so schlimm. Aber immer dieses stockende Verkehr und die Leute fahren so links, linke Spurschleicher, Mittelspurschleicher. Guck mal hier, seht ihr das? Der schleicht in der Mitte, der Audi und der VW fährt rechts an ihm vorbei, weil der in der Mitte schleicht. Ja, guck hier, der fährt jetzt auch schon rüber, weil die zwei hier in der Mitte sind und die sind nicht schneller als der dritte da vorne. Ja, das hast du die ganze Zeit. So und schlimmer. Walla, walla, so und noch schlimmer. Mal gucken, wie wir durchkommen. Ich sag euch Bescheid, wenn es Schlägerei gibt, ich mach Kamera an. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind endlich angekommen. Es war ein ekelhafter Weg hierher und es wird nochmal ein ekelhafter Weg nach Hause. Hello, Unit! Salut! Das ist schon alles oder noch was? Nö, das war schon. So, okay, dann machen wir uns direkt wieder auf den Weg. Müssen wir noch eine rauchen? Aber ich muss drehen, ne? Ja, dann dreh erstmal. Ich habe jetzt die ganze Zeit im Auto gesessen, kann auch noch 5 Minuten warten. Dann machen wir jetzt ready und dann geht's wieder nach Hause. Yo, 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 Freunde der Sonne. Uah. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich bin jetzt fertig für heute erstmal. Ja, morgen, denke ich, wird es viel mehr Richtung Büro gehen vom Arbeiten her. Wahrscheinlich eher in die Richtung, weil ich muss unbedingt jetzt nochmal hier ja, Übersicht schaffen. Das mit dem Büro und sowas, das wird wohl erst ab nächsten Monat was. Das heißt, ich muss selber nochmal ran. Und das erste Quartal habe ich noch nichts gemacht. Ich habe gehofft, das kann ich schon abwälzen, aber das wird wohl leider nichts. Und noch so ein paar Sachen muss ich nochmal gucken. Mal ein bisschen Kassensturz machen. Nochmal so ein bisschen Geld hin und her schieben. Wird Zeit, dass nächste Woche losgeht. Ganz dringend. So, meine lieben Freunde, ihr wisst Bescheid. Lasst ein Like da, kommentiert das Video und werdet natürlich auch gerne Mitglied hier auf diesem Kanal. Für 4,99 € könnt ihr die ganzen Vlogs schon früher schauen und müsst nicht auf den Release-Zyklus warten. Könnt ihr direkt rein. Wenn euch das zu viel ist, dann für 99 Cent würde ich mich auch über eine Mitgliedschaft freuen. Kleinvieh macht auch Mist. Wir haben nicht so viele Klickzahlen. Dementsprechend hilft natürlich so eine Mitgliedschaft schon immens, auch wenn es nicht viel ist, aber Kleinvieh macht auch Mist und da kommt ein bisschen was zusammen. Also, gerne mal rein supporten, meine lieben Freunde, um diesen ganzen Kanal weiter voranzubringen. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Peace out. Ciao.